Jo, moin Leute, willkommen zum 8. Spieltag der DEL2, der 10. DEL2 Saison 2022-23. Für den 8. Spieltag, los geht's, alle Spiele live bei Sprade TV. Heute um 17 Uhr EV Landshut, schlagen die ESV Kaufbeuren mit 3:2. Dann Dresdner Eislöwen gewinnen gegen selber Wölfe mit 3:1. Die Lausitzer Füchse gegen Eispiraten Krimitschau 2:6 für Krimitschau. Heilbronner Falken gewinnt gegen Bayreuth Tigers mit 3:1. Und um 18.30 Uhr Ravensburg Tower Stars unterliegen zu Hause die EC Kassel-Huskies mit 2:4. Dann EHC Freiburg gewinnt gegen Krefelder Pinguine mit 3:1. Und EC Bad Nauheim verliert gegen Eisbären Regensburg mit 2:3 nach Overtime. So, das war's vom 8. Spieltag der 10. DEL2 Saison 2022-23. So, lassen Like da, lassen Abo da, gut Hockey, ciao.